Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die AfD-Fraktion legt heute einen Antrag vor, der gleich in mehrfacher Hinsicht einen Aufruf zum Rechtsbruch darstellt. Mal ganz abgesehen davon, dass Sie die Normenhierarchie und den Anwendungsvorrang europäischen Rechts zu ignorieren scheinen, behaupten Sie in Ihrem Antrag verschiedene Dinge, die einfach nicht stimmen. Sie behaupten, der Grenzschutz wäre nicht gewährleistet. Wahr ist, dass die Bundespolizei seit September 2015 auf Grundlage der Artikel 23 fortfolgender des Schengener Grenzkodexes Grenzkontrollen an den von Flüchtlingsströmen besonders frequentierten Routen durchführt. Das gilt insbesondere für die deutsch-österreichische Grenze, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man mag jetzt spekulieren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Also die AfD-Fraktion muss es jetzt auch einmal ertragen, dass Fakten ohne von ihr kommentiert hier vorgetragen werden. Wir sind nicht auf dem Parteitag, wir sind im Parlament. Man mag darüber spekulieren, warum Sie diesen Antrag eingereicht haben. War es rechtliche Ahnungslosigkeit oder wurde Frau Weidel zu selten an der Grenze zur Schweiz kontrolliert? Wir wissen es nicht. Was aber klar ist, vollständige und effektive Grenzkontrollen oder Abschottung, genau gesagt, wie sie die AfD-Fraktion hier fordert, sind rechtlich nicht haltbar und ein Verstoß gegen das Schengener Abkommen. Der EuGH hat jüngst in seinem Urteil vom 21. Juni 2017 bekräftigt, dass verdachtsunabhängige Kontrollen in Grenznähe an Bahnhöfen und in Zügen nicht zu systematischen Grenzkontrollen ausarten dürfen. Was anders soll das dann sein, was Sie hier vorschlagen? Mit Ihrem Antrag, werte Kolleginnen und Kollegen der AfD, zwingen Sie die Behörden und insbesondere die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei zu einem kollektiven Rechtsbruch auf deutschem Boden. Das ist schon harter Tobak für eine Partei, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit sich zur selbsternannten Hüterin des Rechts aufschwingt. Das Wort Rechtsstaat sollten Sie ab heute nicht mehr in den Mund nehmen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns in der heutigen Zeit überhaupt mit solchen Abschottungsfantasien der AfD-Fraktion auseinandersetzen müssen, ist auch zahlreichen Versäumnissen der geschäftsführenden Bundesregierung in den letzten zwei Jahren zuzurechnen. Wir reden über dieses Thema heute nur, weil es die derzeitige Große Koalition seit zwei Jahren nicht schafft, eine Antwort auf die Flüchtlingsfrage zu finden. Seit zwei Jahren sprechen Sie von fehlender Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Und seit zwei Jahren finden Sie keine Verbündeten, die an der Seite der Bundesrepublik diese Solidarität in ganz Europa durchsetzen. Und wo ich gerade schon dabei bin, wie sieht es denn beim Schutz der europäischen Außengrenzen aus? Auch hier haben Sie seit zwei Jahren noch nichts erreicht. Es folgt Gipfel auf Gipfel, aber es gibt nach wie vor keinen wirksamen Schutz der EU-Außengrenze. Dieser Schutz ist aber eine gemeinsame europäische Aufgabe. Wenn wir an ihr scheitern, dann kehrt unser Kontinent dauerhaft zu Schlagbäumen zurück. Und das wollen wir Freie Demokraten nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Antwort auf die Flüchtlingsfrage kann nicht deutsch. Die Antwort auf die Flüchtlingsfrage kann nur europäisch sein. Deshalb muss die Grenzschutzagentur Frontex endlich zu einer europäischen Grenzpolizei ausgebaut werden, die über echte Kompetenzen, moderne Ausrüstung und ausreichend Personal verfügt. Wir brauchen im Hinblick auf den afrikanischen Kontinent endlich eine gemeinsame europäische Strategie, damit die Hilfe vor Ort auch bei den Personen ankommt, die sie benötigen. Und schlussendlich gilt es für eine gesteuerte Zuwanderung nach Europa zu sorgen. Ein erster Schritt wäre ein modernes Einwanderungsrecht in Deutschland, das wir Freie Demokraten seit 1997 vorschlagen. Meine Damen und Herren, die FDP-Fraktion steht für ein Europa der Freiheit und des Rechts und nicht der nationalen Abschottung und der Rechtsbrüche. Deshalb stimmen wir zwar der Überweisung in den Hauptausschuss zu, lehnen Ihren Antrag aber inhaltlich ab. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Ulla Jelpke von der Fraktion.